Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Am Montagmorgen wurde die 11. Aktionswoche gegen Armut in Heidelberg eröffnet. Die vom Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung organisierte Veranstaltungsreihe bietet im Laufe der Woche bis zum 19. Oktober viele verschiedene kostenlose Informations-, Diskussions- und Mitmachangebote zum Thema Armut und Wohnungsnot. Bei der Eröffnungsveranstaltung stellten die 43 gemeinnützigen Bündnispartner im Frauenbad des Alten Hallenbades in Heidelberg ihre Arbeit der Öffentlichkeit vor. Hierzu Bündnissprecher Jörg Schmidt-Rohr vom VBI Heidelberg. Thema Wohnen ist quasi das Überthema der Woche, wobei wir auch ganz, ganz viele andere Veranstaltungen zu den verschiedensten Themen, von Schuldnerberatung bis zu Kennenlerntreffen, bis zu Fahrrad reparieren. Wir haben Lesungen, wir haben die Artmut, also diese Kunstausstellung. Heute Abend macht das Waste-Theater nochmal eine Tanzperformance. Wir haben politische Diskussionsveranstaltungen über Hartz IV, über globalen Kapitalismus. Also das Spektrum ist extrem breit. Und einerseits ist es so, dass Heidelberg jetzt nicht die ärmste Stadt Baden-Württembergs ist und wir hier sicher nicht die Situation haben wie in manchen Städten des Ruhrgebiets. Oder Baden-Württemberg ist halt insgesamt einfach kein armes Bundesland. Viele Armut ist versteckte Armut und kommt in der Stadtgesellschaft nicht vor. Und unser Job als Bündnis ist es einfach regelmäßig, mindestens einmal im Jahr laut zu sagen, es gibt arme Menschen und liebe Stadtgesellschaft, liebe Politik, kümmere dich darum, wir machen es täglich. Unter der Schirmherrschaft von Heidelbergs OB Dr. Eckhard Bürzner, der Dekan in der evangelischen Kirche Dr. Marlene Schwöbel-Hug und dem Dekan der katholischen Kirche Joachim Dauer soll in der Aktionswoche das Bewusstsein für die Themen Armut und Wohnungsknappheit den Menschen näher gebracht werden. Die beiden Schirmherren und die Schirmherrin bekräftigten in den Eröffnungsreden, wie wichtig das Engagement gegen Armut und Ausgrenzung auch in Heidelberg ist. Sie brachten zum Ausdruck, dass die soziale Verantwortung gegenüber wirtschaftlich Schwächeren und Benachteiligten in Heidelberg, aber auch generell in der Gesellschaft einen großen Stellenwert haben muss. Wir wollen gemeinsam in dieser Aktionswoche mobilisieren und das Thema auch politisch in den Vordergrund bringen. Wenn es nicht auf der Agenda, auf der politischen Agenda erscheint, dann können viele ehrenamtliche, gute Kräfte, gute Geister jeden Tag gute Arbeit leisten. Sie bekommen aber nicht die Unterstützung, den Support, den sie eigentlich brauchen. Und der ist nicht immer nur auf dem Finanziellen zu sehen, sondern muss vor allem auch über Struktursorgen gesehen werden. Wohnen ist ein Grundrecht. Es ist eindeutig, dass sich beim Wohnraum für Menschen an der Armutsgrenze oder diejenigen, die wirklich bitter arm sind, eine Wohnung in unserer Stadt finden lassen muss. Und deswegen sind wir als Kirchen auch sehr froh darüber, dass sich der Gemeinderat dieses Themas annimmt und dass, wie Sie es gesagt haben, auch Wohnraum sogar für 5,50 Euro und 8 Euro geschaffen wird. Was für manche auch schon schwer genug ist, aber zumindest für Heidelberg ist das etwas sehr Positives. Ich wünsche von Herzen dem Verlauf der Aktionswoche, den ganzen Veranstaltungsreigen einen guten Verlauf und viel Erfolg. Und wir Kirchen, wir sind gerne Mitglieder in diesem Bündnis und reichen dafür auch gerne die Hand. Alles Gute. Ein spezieller Dank ging von den Rednern an alle oft ehrenamtlich und freiwillig Tätigen der gemeinnützigen Vereine und Institutionen, die Teil des Bündnisses gegen Armut und Ausgrenzung sind und die das ganze Jahr über großartige Arbeit leisteten. Mit dem Schwerpunkt Obdachlosigkeit beschäftigt sich zum Beispiel der Obdach e.V., der Hilfeleistungen für wohnungslose Menschen in Heidelberg anbietet. Hierzu Alex Füller. Wir haben alle Wohnungen, die wir anbieten können, für ehemals obdachlose Menschen vermietet. Es ist kein Leerstand, das heißt, es wäre sicherlich nicht schlecht, wenn der Wohnungsmarkt in Heidelberg sich etwas entspannen würde. Und Obdach e.V. ist gerade dabei, das ist möglicherweise interessant, ein Haus zu renovieren für ehemals Obdachlose. Da wohnten bisher schon 7 Leute drin und wir bekamen von der GGH das ganze Haus angeboten. Das heißt, es können da weitere 3 Leute untergebracht werden, insgesamt 10 Menschen. Dieses Haus wird zurzeit in
zu erheblichem Teil in der Eigenarbeit von unseren Bewohnern, betreuten Menschen, renoviert und auf einen modernen Stand gebracht. Eine häufige Ursache für Armut sind psychische Erkrankungen der Betroffenen. Hiermit setzt sich zum Beispiel die Werkgemeinschaft Heidelberg auseinander. Alex Riederer erklärt das Tätigkeitsfeld der Organisation. Psychische Krankheit wurde früher im Verborgenen gelebt und behandelt und heute sind die Leute eher bereit, nach Hilfe zu suchen. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, aber die Zahl der Betroffenen steigt auch an. Wir bieten das betreute Wohnen für psychisch kranke Menschen in Heidelberg an. Das heißt, Leute, die sowohl alleine selbstständig leben können, von uns unterstützt werden, als auch Menschen, die für eine Zeit lang ein Apartment oder eine Wohngemeinschaft brauchen, können bei uns um Hilfe nachfragen. Natürlich engagieren sich auch alle weiteren Bündnispartner in verschiedensten Lebensbereichen bei der Unterstützung Hilfesuchender. Auch sie informieren bei den diversen Veranstaltungen der Aktionswoche über ihre Tätigkeitsfelder und Hilfsangebote. Also es ist ein sehr, sehr breites Spektrum, das über Gewerkschaften, Verbände, kleine Initiativen reicht. Wir haben inzwischen im Laufe der Jahre natürlich eine ganz gute Zusammenarbeit entwickelt, die im Alltag auch besteht. Das heißt, es gibt sehr kurze Wege. Das nutzt uns einfach, dass wir in Heidelberg sehr gut vernetzt sind. Man kennt sich. Wenn man einen Klienten hat, bei dem ein Problem ist, weiß man, welche Schuldnerberatung man wie schnell anrufen kann und wer dann auch am anderen Ende des Telefons sitzt. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir immer den Kontakt herstellen und da dient die Woche auch ein bisschen zu. Zum Beispiel heute treffen sich sicher auch Menschen aus den Institutionen mal wieder, die sich sonst nicht vielleicht die regelmäßig sehen. Für die Unterhaltung bei der Eröffnung sorgte das Heidelberger Tanztheater Nestos mit Ausschnitten der am Montagabend im Karlstorbahnhof stattfindenden Aufführung Waste. Hierzu Christina Liakopuloi. Also wir sind eine freischaffende Company. Wir bieten natürlich Kurse, zeitgenössische Tanz, Ballett. Das Tanztheater existiert seit 25 Jahren und macht sehr viele sozialkritische Themen wie Jugendkriminalität. Und wir feiern mit dem Stück Waste und 25 Jahre Nostos Tanztheater. Da wir Künstler sind, wissen wir, was es heißt, arm zu sein. Denn die Räume werden immer teurer. Wir können uns als Freigruppe nicht leisten, einen Abend hier die Halle zu mieten zum Beispiel oder einen anderen Raum zu mieten, weil das kostet 1.000 Euro pro Abend und ein Künstler nimmt vielleicht pro Abend 800 Euro ein, die sich zu 6 oder zu 8 teilen muss. Bei der Eröffnung waren außerdem diverse Schulklassen anwesend, die anhand von Fragebögen mehr über die Tätigkeiten der Bündnispartner herausfinden sollten. Ich finde eigentlich gut, dass man was gegen Armut tut. Das ist gut. Also ja, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. In Großstädten, zum Beispiel Rom oder Berlin, da sieht man es dann schon, wenn jemand auf der Straße liegt. Und ich habe schon Armut auf jeden Fall gesehen, aber ich habe nicht selber, in der Familie habe ich keinen, Gott sei Dank. Aber ich kenne jemanden, also der hat eine Zeit lang auf der Straße gelebt und den habe ich dann auch bei mir wohnen lassen für eine Zeit, bis er halt was also gefunden hat, vorübergänglich, weil man kann ja den nicht auf der Straße leben lassen. Und ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass so Menschen, die jetzt keinen Job haben oder so, auf jeden Fall nicht auf der Straße leben müssen, dass sie täglich was zu essen haben, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Das ist auf jeden Fall schon wichtig. Ich finde es eigentlich super gut. Es gibt in Wiesloch beispielsweise gibt's die Tafel, nennt es Ihnen das, die Tafel in Wiesloch. Und die unterstützt eben die, sag mal, Obdachlosen. Und ich finde es wirklich klasse. Ich meine, ich bin Gott sei Dank nicht in der Situation, wo ich das benötige. Aber ich finde es klasse für die Leute, dass es so etwas gibt und dass hier so eine Aktion gibt, dass man sich schlau darüber machen kann. Das komplette Veranstaltungsangebot der Aktionswoche ist zu finden auf der Website des Heidelberger Bündnisses gegen Armut und Ausgrenzung unter www.das-heidelberger-bündnis.de.